hier ein kleiner Tipp. Oh, ein Gamer. Zeige dir mal, wie das funktionieren könnte. Mit dem Mähwerk vorne und hinten Ball pressen. Ich hoffe, die Aufnahme kommt an. Vorne ganz normal starten. Der legt das Ganze auf Schwatt raus, die extra Schwatten. Wenn das einfach nicht machen wollte, keine Panik, nach mehreren Meter packt es näher und näher schon mal rein. Man muss nicht weiter einstellen. Hinten ganz normal senken, aufstarten. Jetzt brauchst du nur mal fahren. Wenn du mehr schon runter, musst du alleine fahren. Der Helfer macht es aber nicht. Und da musst du nur jetzt schauen, dass der Ballpresse voll ist. Dann hältst du an. Hinten musst du den Ball runter. Und schon ist ein Ball fertig. Ohne dass du groß was machen musstest. Das Ganze geht weiter. Unterwehr, Mähen, Schwatten. Im Grunde ganz einfach, du bist klar im Vorteil, weil Spaß für drei Arbeitsgänge, also ein Ausgang und Eigenspann. Du machst mit einem Arbeitsgang, machst du alles fertig. Mal in die Mitte rein, da ist ein Gras und Boden, damit du sehen kannst. Da legst du es genau in der Mitte rein. Dadurch machst du mit dem Mähen gleichzeitig Schwatten und Ballpressen. Statt drei Ausgänge machst du noch einen. Fertig. Ich lege dir dann den Link mit bei zum Download hier. Bothoster ist das Ding, Mobitech von Pottinger. Der Rest ist original.